Codemasters geht in die nächste Runde und zeigt uns direkt das nächste Klassiker für F1 2017. Dieses Mal ist es der RB6 aus dem Jahr 2010, mit dem Sebastian Vettel das erste Mal Weltmeister wurde. Im Hintergrund habe ich gerade den Trailer laufen. Link dazu zum Originaltrailer ist in der Videobeschreibung. Und ja, was sieht man hier? Ja, der 2010er Red Bull, das erste Classic-Auto. Andere oder einige werden wahrscheinlich noch folgen. Gibt es natürlich wilde Spekulationen. Vielleicht kommt der Brawn als nächstes, aber natürlich hat sich auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit des Brawns ein wenig verringert, dadurch, dass man jetzt ein Auto hat, was gerade mal ein Jahr später gefahren ist. Aber wir werden es sehen. Was man dazu sagen kann auf jeden Fall, man fühlt sich ein wenig alt. 2010 war für mich die erste komplette Saison, nachdem ich 2009 zwar auch alle Rennen gesehen hatte, aber die ersten beiden, nur die letzten paar Minuten erst ab China regelmäßig geguckt habe. Also die erste komplette Formel 1 Saison, ja, und das ist mittlerweile Classic, das fühlt sich alt an. Ich habe eben auf den Blog von Codemasters gucken wollen, ob die da noch irgendwas Interessantes geschrieben haben. Allerdings scheint der gerade ein bisschen von den Fans überrannt zu werden, so wie ich gerade von meiner Katze überrannt werde. Nämlich konnte ich den nicht erreichen, da habe ich gedacht, komm, so wichtig wird das schon nicht sein, was da steht. Ansonsten reiche ich die Information noch nach über Videobeschreibung oder neues Video. Ich habe noch eine Information gefunden zur ausgeglichenen Fahrzeugperformance. Da hat auf Facebook ein Nutzer gefragt, wie es denn aussieht mit der Performance im Multiplayer, ob man da ausgeglichen einstellen kann oder ob alle mit allen Leuten in der Lobby das gleiche Auto wählen kann, zum Beispiel dann 20 Fahrzeuge, 20 Red Bulls zur Verfügung hat. Daraufhin hat Codemasters gesagt oder geschrieben, dass sie sich dieser Frage, genauso wie weiteren Fragen zu Multiplayer, erst später äußern werden. Also es kam keine genaue Antwort leider. So, was nochmal den Trailer betrifft, das hat Felipe angesprochen, hat auch ein Bild in die Gruppe geschickt, das habe ich mir mal geklaut. Und zwar, was auffällt, ist wieder dieser Blur über den Reifen. Der ist ein bisschen unscharf. Und das hat Codemasters schon seit Jahren so, warum auch immer. Philipp hat sich natürlich darüber aufgeregt, das sieht doch ein bisschen komisch aus. Aber ihr seht es auf dem Bild ja selbst, was gemeint ist. Und könnt euch ja selbst ein Bild davon machen, ob es euch stört oder nicht. Und ja, letztendlich noch eine Stimme aus der Gruppe, die ich aufgefasst habe, war Sakura, der ein wenig unzufrieden war. Aus einem nachvollziehbaren Grund, und zwar, wenn man den 2010er Red Bull fahren will, dann kann man ja auch gleich F1 2010 anschmeißen. Man muss dazu sagen, wenn man alte Autos fahren will, kann man sowieso, spätestens wenn man R-Faktor besitzt, alle Autos fahren, wenn man es so gesehen haben will. Aber natürlich, wenn Codemasters ein Auto rausbringt, was sie im eigenen Spiel schon mal hatten, ist es nicht so geil. Aber da ja auch schon das eine oder andere Classic Car recycelt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass auch hier nahe lag, warum 2009er Modell bauen, wenn wir das 2010er Modell ja noch irgendwie rumliegen haben. Aber wie dem auch sei, das Handling wird natürlich ganz anders sein und es wird sich ganz anders fahren. Dementsprechend finde ich das gar nicht mal so schlimm, aber es muss wirklich jeder für sich selbst wissen. Ja, das war's mit den Infos für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Feedback da und schreibt vor allem, was ihr von dem Auto haltet und welches Auto ihr glaubt, als nächstes drankommt. Ich habe nochmal hier oben eine Infokarte, das Video von Kenny, der hat da ein bisschen spekuliert, welche Autos denn noch drankommen könnten. Das ist bestimmt interessant, wenn ihr es noch nicht kennt. Und ja, dann bin ich erstmal raus. Haut rein. Und diesmal sage ich kein Tüdelü, damit Kenny nicht wieder meckern kann.